Kann ich rennen? Ja, okay. Dann rennen wir mal die Mission. So. Ab der Runde. Dann bestimmt irgendwo lang. So, ab darüber. Unbedingt hier rüber. So, den schalten wir aus. Nicht tödlich. So, den haben wir erstmal. Einer ist weg. Kommt der auch jetzt her? So, zwei. Ab darüber. Kriegen wir noch eine Nummer 3. Oh bitte, oh nein, der sieht doch... Kacke, der sieht doch jetzt den Typen. Oh, mach dich los, mach dich los, mach dich los. Der hat eine Granate, ne? Weißt du, wie man das Ding abschaltet? Arbeite daran. Wie geht's ihm? Frag nicht. Charlie, wir sind da. Okay, okay. Ihr müsst die Steuerspannung des Oszillators abschalten und so das Störsignal unterbrechen. Stillhalten, ja. Glücklichst. Nicht reden, okay? Charlie, reicht da nicht irgendein Schalter? Ist da ein blauer Knopf? Ja. Drück ihn. Was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Kumpel, was? Können Blacklist nicht stoppen. Sender ist Ausweg. Ihr stoppt die Blacklist nicht. Granate! Du scheiß Verräter. Wir wollten dich retten. Die Nachricht über einen Großangriff auf den US-Militärstützpunkt auf der Insel Guam. Der verheerendste Angriff auf eine US-Basis seit Pearl Harbor. Eine Gruppe namens Engineers übernahm die Verantwortung. Hat ein Internetvideo mit abschreckenden Aufnahmen des Angriffs veröffentlicht, um ihre Forderungen zu stellen. Sie nennen diese Attacken Blacklist. Die Blacklist. Die Blacklist. Amerika. Ich bin Blacklist. Alle 7 Tage ein neuer Angriff. Wir haben eine Forderung. Ihr habt Soldaten in 153 Ländern. Bringt eure Truppen nach Hause. Sofort. Oder wir werden euch angreifen. Jede Woche. Wir werden nicht verhandeln. Ihr werdet die Blacklist nicht aufhalten. Ihr habt 7 Tage bis zum nächsten Angriff. Ihr habt die Wahl. Wir sind die Engineers. Wie ist die Lage? Paladin One und das 4th Echelon Team wurden aktiviert. Aber wir finden Mr. Fisher nicht. Sein Freund stirbt vielleicht. Finden Sie Victor Kost, dann finden Sie Sam. Hunderte von Toten in Guam, ein Countdown für weitere Angriffe auf Amerika. Die ganze Welt verlangt nach Antworten, Mr. Fisher, und ich habe keine. Das 4th Echelon wird Sie finden müssen, doch das geht nur mit einem Anführer. Hört durch, Vic. Einer von Vics Männern ist dabei und keine Fragen. Sie kriegen Charlie Cole. Und Graham Stottier hat einen der besten CIA-Agenten für die Missionsunterstützung angeheuert. Isaac Briggs. Und Graham ist raus. Sie wollte auch nicht, dass Sie an der Mission teilnehmen. Tut mir leid, Sam, daraus wird nichts. Niemand arbeitet besser mit Ihnen, als Sie es tut. Willkommen im 4th Echelon, Mr. Fisher. So. Das ist dann wohl unser neues Team. Ziemlich cool, oder? Fliegst du zum ersten Mal? Nein. Irgendwas Neues zur Struktur der Engineers? Noch nicht.
Briggs und unsere Leute suchen nach möglichen Verbindungen. Was ist mit den Namen? Amerikas Freiheit, Amerikas Blut. Mögliche Anschläge. Alle mit Countdown. Wir haben 5 Tage bis Amerikas Konsum? Und die Zeit läuft. Die Analysen zu den möglichen Anschlagszielen laufen bereits. Ich erkläre dir den Flugzeugaufbau. Prototyp, Militärtransporter. Und zwar voller Modifikationen. Waffenkammer, Sanitätsstation, Gefängniszelle, es bietet alles, was du auch am Boden hast. Aber völlig mobil, wie in der guten alten Zeit. Probleme, Briggs? Mein subdermales Funkgerät wurde eingesetzt, vermutlich mit einem Hammer. Neben dem Baby sieht Air Force One wie ein Papierflugzeug aus, Sam. Willst du über Verbesserungen sprechen? Nein, erklär erst mal alles. Nachrichten- und Internetdatengewinnung, Prognosesoftware, Foto- und Videoforensik. Außerdem noch verdeckter Zugriff auf ausländische Aufklärungssysteme und die Gesichtserkennung von CIA, NSA, DCS und FBI. Alles in Echtzeit. Ist es das, mit dem du so angibst? Das SMI? Strategic Mission Interface. Wir haben deutliche Verbesserungen an Charlies Ursprungsmodell durchgeführt. Er wird es dir erklären. Das Beste ist, du kannst alles steuern, und zwar von hier oder über dein Opset, wenn du im Einsatz bist. Beeindruckend. Okay, melde dich, wenn du was willst. Ich muss mich um meine Bude kümmern. Danke, Charlie. So. Ich muss aber mal sagen, unser Fischer sieht langsam älter aus. Ist auch irgendwie verständlich. So. Mache ich jetzt noch weiter? Mache ich jetzt noch eine Mission? Dann wird es halt 4 Parts ungefähr. Oder ich mache jetzt hier einfach Schluss? Nee. Komm, wir machen noch eine Mission. Das ziehen wir uns jetzt hier einfach rein. Weil ich bin irgendwie selber neugierig. Hätte ich fast vergessen. Dein Opset. Neu und verbessert. Dient als eine Art SMI-Light, wenn du im Einsatz bist. Datenübertragungen, Drohnensteuerung, Scans. Okay. Es muss nur noch kurz ans SMI, um kalibriert zu werden. Dann kann's losgehen. Danke, Charlie. Schieberegler bewegen, bis der Text im mittleren Feld eben... Ach so, das habe ich doch gerade eben gemacht. Annehmen. Okay, ich glaube, hier kann ich dann meine Mission wählen. Online. Neu. Okay, wir spielen jetzt die erste Mission und dann habt ihr einen Einblick. Blacklist-Mission. Jede Mission in der Solo bringt Sam einen Schritt näher zu seinem Ziel, die Enginas aufzuhalten. Halte den nächsten Black-Angriff auf, bevor es zu spät ist. Machen wir das mal. Heute wurde in Ansbach, Deutschland, ein Demonstrant von einem Wachposten angeschossen, nachdem dieser ihn für eine potenzielle Bedrohung hielt. Gunter Schmidt, 34, trafen 2 Kugeln am Bein, als er sich trotz Aufforderung stehen zu bleiben weiter dem Tor des Stützpunktes näherte. US-Basen in aller Welt wurden nach dem sogenannten Blacklist-Angriff in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Okay. Wir haben ein paar Ziele. Eine höchste Schwierigkeit habe ich jetzt nicht eingestellt, aber nicht tödlich und unbemerkt können wir versuchen. So, deswegen, wie starten wir? Briefings starten? Ja. Was passiert da in Benghazi? Mein Kontakt ist in einem CIA-Unterschlupf. Da ist jemand, der Informationen über Guam hat. Sie geben ihn aber erst frei, wenn er verhört wurde. Festgenommen? Negativ. Er ist in ihr Büro spaziert. Ist nicht möglich, dass es ein Spinner ist, der einen kranken Humor hat? Verheimlicht ihr etwas? Sein Name ist Andrew Coben. Sagt euch das was? Sam. Hey, Moment. Kennen wir den Kerl? Es stellt sich nur eine Frage. Warum sollte sich ein gesuchter Waffenhändler der CIA stellen? Und das nach Guam? Wieso überlassen wir es nicht der CIA, ihn zu verhören? Vergiss die Jungs von dem Laden, Briggs. Du bist jetzt in unserem Team. Sicher. Verpasse ich gerade was? Er ist die einzige Spur zu den Engineers. Niemand verhört ihn außer uns. Wer ist Andrew Coben? Andrew Coben. Hat mal so getan, als hätte er meine Tochter umgebracht, um mich zu erpressen. Wow. Und wieso lebt er immer noch? Gute Frage. Was machen wir, Sam? Nette Antwort. Ja, Mission starten. Was ist denn los? Zeig mir den Unterschlupf.
Was da? Das ist eine üble Gegend. Ich weiß. Komisch, was? Normalerweise sind CIA-Einsätze im Mittleren Osten doch viel besser für alle zu erkennen. Konzentrieren. Am besten durchquerst du hier den Bazar. Auf dein Zeichen verlässt mein Kontakt den Unterschlupf und du hast danach freien Zugriff auf Coben. Auf Bildschirmen sieht es nie schwierig aus, Grimm. Damit das klar ist, Sam, unser Ziel lautet, den Mann zu befreien. Und zwar lebend. Jetzt du. Zeig mir die besten Beobachtungspunkte. Die beste Sicht hätte man hier und da. Sieht gut aus. Schnapp dir was Schallgedämpftes. Soll ich für Feuerschutz sorgen oder ein Ziel ausschalten? Charlie, du musst uns einen fahrbaren Untersatz besorgen. Was Unauffälliges. Ein Transporter. Geht klar. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Such lieber einen geeigneten Punkt für die Exfiltration. Irgendwo hier. Soweit alles klar? Beeilt euch mit den Vorbereitungen. Cockpit, wir fliegen nach Benghazi. Grimm sagt, dass Coben am Leben bleiben muss. Keine Toten. Benutze Rauch- und Blendgranaten. Keine Splittergranaten. Rauchgranate. Ja, ich kann sowieso nichts anderes nehmen, oder? Im Moment, weil ich hab gar nichts. Ich kann die Brille aufsetzen, wenn ich will. Ah, man hat sogar verschiedene Brillen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon immer so gewesen ist, weil... Oh Gott, das letzte, was ich glaube gespielt habe, das war... Chaos Theory, wenn mich das jetzt nicht irrt, wenn das so heißt. Oh ja, wir starten jetzt einfach mal hier durch. Beenden und Mission starten. Ja, das letzte Spiel, was ich von Splinter Cell gespielt habe, das war Chaos Theory. Ich glaube, da war nicht so eine Auswahl, dass man eine Rüstung hatte. Beziehungsweise, dass wir Rüstung auswählen konnten. Grimm, Lagebericht. Wir haben ein Problem. Ich versuche, seit du dort bist, meinen Kontakt anzupingen. Keine Reaktion. Briggs, hast du Sichtkontakt zum Versteck? Bin gerade angekommen. Sieht nicht gut aus. Auf dem Platz sind überall Milizen. Ich betrete den Platz. Die Milizen blockieren den Vordereingang. Sam, soll ich einen Positionswechsel durchführen und zu dir stoßen? Behalt den Platz von Südwesten her im Auge. Bestätigt. Rücke vor. Grimm, versuch's weiter. Meld dich, wenn du die Kontaktperson erreichst. Okay. So. Er sagt mir, es soll hier lang, also gehen wir auch mal hier lang. Unsere Mission war ja, irgendjemanden zu finden. Toilette, haben Sie eine? In der Gasse. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Öffne die Tür bitte. Ich gehe ein. Ach, sind wir nett. Neuigkeiten von der Kontaktperson? Negativ. Überall Milizen, Sam. Ich sagte, das würde kein Spaziergang. Und da haben wir uns umgezogen. Briggs, Status. Bin noch in Bewegung. Ich sehe jede Menge Milizen da unten. Könnte laut werden. Wir werden so leise wie möglich sein. Ich gehe zum Seiteneingang. Coben finden. Ich glaube, das ist unsere Mission. Kommen wir hier rein? Nein. Verdammt, der letzte war aber schwer. Deckung, Mann. Die von der CIA fressen und Cheeseburger und sind tonnenschwer. Hoffentlich hat ihm der letzte geschmeckt. Wenn er zu Hause geblieben wäre. Kommt der hier hinter? Doch stattdessen was? Kam er hierher. Aus nächstes Ziel. Wenn du dem Boss in die Quere kommen solltest, kann dich das dein Leben kosten. Ich bin sicher, der Typ wollte diesen elenden Feigling auf nächste Deckung zielen und zum Bewegen lassen zu drücken. Ich kann nicht bewegen. Bist du witzig? Wie lange müssen wir draußen warten? Eliminierung und Waffenkills für deinen Ausschalten anzeigen. Wir überwachen die Ausgänge. Nahkampfwaffe, Eliminierung. Keine Gefangenen. Viel zu kompliziert, besonders amerikanische Großmäuler. Ist mir recht. Ich habe mir irgendwie den Rücken verrenkt. War das Gewehr zu schwer?
Deine Anzeige ist jetzt voll. Fähigkeiten ausschalten ist bereit. Das heißt, du doch mal den fetten Ami-Arsch die Treppe runter. Die beiden machen was hier. Hör auf zu heulen. Halt. Halt. Feinde sind außer Reichweite. Okay, dann gehen wir mal in Reichweite. SDG ausschalten, wenn sie in Reichweite sind. Briggs, kannst du erkennen, was sich im Unterschlupf befindet? Oh, das kam mir jetzt gerade vor wie Hitman. Ich gehe jetzt rein. Das hat jetzt irgendwie wirklich was von Hitman gehabt. Der neue Teil. Wo ich jetzt gerade den Namen nicht weiß.